Weingut Schlossmühle Dr. Höfer, Burg Lain, mit dem besonderen nachhaltigen Flair für nachhaltige Weinerzeugung. In den 6 verschiedenen Weindörfern an der Nahe werden herausragende Südweinlagen bewirtschaftet, mit der freiwilligen Selbstbeschränkung, ertragsreduziert den Wein zu erzeugen und damit die Naturressourcen zu schonen. Dann kommt natürlich schöne Sonneneinstrahlung noch dazu. Und die Nahe neben dem Kaiserstuhl ist eine der niederschlagsärmsten Gebiete Deutschlands. Das ist deswegen so schön auf der einen Seite, weil dann die Beeren klein sind. Der Ertrag ist kleiner und je kleiner die Beeren sind, Ertrag ist weniger, je konzentrierter ist die Frucht. Die Weine werden im 800-jährigen Burgfelsenkeller der Schlossmühle gelagert und veredelt und erfahren somit großartige geschmackliche Aromen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Weidlers Talk. Ich begrüße, jemand, der immer sehr unscharf im Fernsehen zu sehen ist, der immer mal durchs Bild huscht, bei wirklich bekannten Serien. Ich begrüße Thomas Fiebig. Danke, Fred. Schön, dass ich da sein darf. Thomas, dein Job oder ja, deine Passion ist, wie soll man das formulieren in Deutschland? Statist, Kleindarsteller, wie würdest du selbst sagen, was das ist? Also angefangen eigentlich als Komparse. Ja? Statist, das ist ja so ein etwas älterer Begriff, der nicht mehr so zeitgemäß ist, der eher abwertend gesehen wird von vielen. Ja. Okay. Also Komparse ist am geläufigsten. Das sind die Personen, die im Fernsehen, im Film den Hintergrund beleben. Die einfach durchs Bild laufen, von rechts nach links, von rechts, von links nach rechts, von quer nach oben und so weiter. Und halt eben einfach Bewegung ins Bild bringen. Und praktisch das im Fernsehen zum Ausdruck bringen, wie es dann halt letztendlich rüberkommt beim Zuschauer. Quer nach Oppe, du kommst aus Hessen, ne? Ja. Das hört man. Wie lange machst du das schon? Ich mache das noch nicht einmal so lange. Ich mache das jetzt seit 2017. Da kam es dann so, dass meine Freundin mich damals verlinkt hatte bei Facebook und für den Taunus-Krimi im Wald von der Nele Neuhaus, die Verfilmung. Das war dein erster Einsatz? Das war mein erster Einsatz gewesen. Erzähl ja. Mal, wie war das denn? Vor allen Dingen, da war ich noch nicht mal so unscharf im Hintergrund gewesen. Also vieles ist gar nicht mal so unscharf mit mir. Also das war schon sehr interessant. Ich bin da hingefahren nach Bad Homburg. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, dass ich da sein sollte. Und dann hat dann der Regieassistent, der hat mich dann gefragt, wer Dart spielen könnte in die Runde. Also es waren nicht nur ich da, es waren noch mehrere Komparsen, wir waren ungefähr so 10 Stück. Und da habe ich gesagt, naja, Dart kann ich spielen. Mal mehr, mal weniger gut, aber es, so leidlich es geht. Und ja, dann war ich dann mit 2 anderen Komparsen, waren wir dann die Dartspieler in der Kneipe gewesen. Inzwischen bist du mit sehr vielen Schauspielern zusammen. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, aber du weißt es sicherlich besser. Mit wem warst du denn schon alles vor, hinter, neben der Bühne, vor der Kamera und vor allen Dingen dann in der Kantine? Ich war schon mit relativ vielen Serienstars vor der Kamera, neben der Kamera. Angefangen zum Beispiel der Staatsanwalt, wo ich hauptsächlich zu sehen bin. Wer macht da nochmal die Hauptrolle? Das ist der Rainer Hunold. Rainer Hunold, die Fiona Kors. Ja, es ist immer unheimlich toll, mit denen zu arbeiten, mit denen zu drehen. Es ist mittlerweile für mich wie eine kleine Familie geworden. Stichwort Trabi, go, 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 mit dem warst du auch auf der... Ja, das ist der Wolfgang Stumpf. Ja, genau, mit Wolfgang Stumpf. Da habe ich für die ARD für einen Spielfilm gedreht, für einen Mittwochsfilm bei der ARD. Da war ich als Saalchef im Spielcasino gewesen, habe ihn da begrüßt. Und mit dem Sönke Möhring habe ich schon einige Male gedreht, also zweimal eigentlich. Mhm. Einmal beim Staatsanwalt, wo ich ihn verhaftet habe und abgeführt habe und im Verhörraum mitstand. Dann bei Anfall für 2, da führe ich ihn aus der Zelle raus.
Wie sind die großen Fernsehstars zu dir? Wie ist da der Kontakt? Man ist ja schließlich beim, oder am Drehort zusammen. Also es ist wirklich so, dass schon separat gehalten wird. Ne? Schauspieler für sich und die Komparsen für sich. Weil es ist auch verständlich. Ja? Ich habe da vollstes Verständnis für. Die Schauspieler, die müssen sich wirklich definitiv fokussieren, auf die Rolle vorbereiten, den Text lernen und nochmal vor Augen führen und alles und sich da halt mental reinfühlen. Für uns Komparsen ist es um einiges leichter. Wir wissen dann oder bekommen gesagt, wo wir laufen müssen, wie wir laufen müssen oder was wir anderes machen müssen. Es ist einfacher dann. Hast du denn da so eine Art Drehbuch oder einen Ablaufplan oder was bekommst du da, bevor du zum Dreh fährst? Also das bekommen wir gar nicht. Es sei denn, jetzt du hast eine etwas kleinere Rolle, was ich auch schon hatte, eine Kleindarstellerrolle oder Schauspielrolle. Bei wem hattest du die in der Genre? Zum Beispiel der Lehrer auf RTL. Mit wem war das nochmal? Das war mit dem Hendrik Durand. Ah ja, das ist eine sehr beliebte Serie. Ne? Die war sehr beliebt, muss man leider sagen. Die ist abgesetzt worden jetzt. Die ist zwar vom Simon Böhr übernommen worden als Schauspieler, aber das kam dann halt bei den Leuten nicht mehr so gut an. Mhm. Und du bekommst dann eine E-Mail, so und so, da und da sein? Also es ist dann so, wenn ich jetzt eine kleine Rolle habe, bekomme ich erstmal eine Anfrage, ob ich da Zeit habe. Dann bekomme ich, dann sage ich ja oder nein. Dann bekomme ich den Text zugeschickt, wenn ich zugesagt habe. Dann muss ich ein kleines E-Casting absolvieren. Was heißt das, ein E-Casting? Ein E-Casting ist, du nimmst dein Handy, stellst es auf ein Stativ oder stellst es vor dir hin, Querformat immer, also sowas immer im Querformat filmen. Und das schickst du dann an die Produktion oder an den Agenten oder an die Agentur, die dich vermittelt. Und die checken dann, ob du da in die Szene passt. Die Produktion, die entscheidet dann letztendlich, wer von diesen Bewerbern dann passt. Ja, und bei der Lehrer war es dann so gewesen, dass ich mich gegen 25 andere Mitbewerber durchsetzen konnte mit meinem E-Casting. Ich habe auch gesehen, dass du in Comedy-Serien, unter anderem Mario Barth, ich weiß nicht, ob man das als Comedy-Serie bezeichnen kann. Ja, das war... Was hast du da? Ein Security oder nein, also, ein Aufpasser oder nein, ein böser nein, Junge? Nein, oder nein, was nein, nein, nein. Security war ich beim ZDF Heute-Journal, bei der Heute-Show. Bei der Heute-Show, ja. Genau, bei der ZDF Heute-Show mit Oliver Welke. Und was hast du bei Mario Barth verbrochen? Bei Mario Barth, das ist... Deshalb habe ich verbrochen gesagt. Ja, ja. Ich habe das gesehen. Das war Mario Barth räumt auf. Okay. Er hat ja da so verschiedene Formate, ne, wo er zum Beispiel einmal mit den Steuersachen und so macht. Das hat was mit einer Puppe zu tun, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Also es ging in dem ganzen Beitrag ging es um einen Firmenangehörigen, der an seine ehemaligen Kollegen Pakete geschickt hat mit Sextoys drin. Ja, okay, das habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, und die Empfänger, die wussten halt nicht. Ja, die haben dann natürlich Probleme mit ihren Ehefrauen bekommen und alles. Nachvollziehbar. Ja, oder die Frauen mit ihren Männern, je nachdem. Und ja, das war schon sehr spaßig gewesen. War eine Spielszene, wo du eigentlich den Ehemann... Ich habe dann einen spießigen, praktisch diesen Ehemann gespielt, der halt dieses Paket bekommt auf seinen Namen. Die Ehefrau macht dann das Paket aus, ja, holt dann das Sexpuppe raus, Gummipuppe, wie man so umgangssprachlich sagt, ja, und halt ein Vibrator. Und ich tue halt total überrascht und sie guckt mich fragend an, was das sein soll, ja. Und ich sage dann halt ganz einfach, ein Turbomixer. Liebe Zuschauer, ich habe das deshalb so ausführlich erklärt, weil wir an diese Film... an diese Filmschnipsel nicht rankommen wegen den Rechten, aber es ist eine lustige Szene gewesen. Kannst du momentan auch so ein bisschen im Ausland schon was machen oder bist du auf Deutschland beschränkt? Nee, also Ausland habe ich noch gar nichts. Also habe ich auch noch nicht gedreht. Und also ich sag mal, als Komparse rechnet sich das auch dann nicht, ja, ins Ausland zu fahren, weil als Komparse machst du sehr viel auf eigene Rechnung. Die ganzen Fahrtkosten bekommst du nicht. Du bekommst eine Gage, die du hast. Das wäre nämlich mal eine Frage gewesen, was verdient man eigentlich dabei? Ja, das wird nicht so gern gesagt. Also, gut, alles klar, kann ich nachvollziehen. Es gibt eine Plattform, komparse.de, wo man sich, wo Gesuche sind. Da stehen dann auch die Gagen dabei. Oder meistens stehen die Gagen dabei, sollten dabei stehen.
Und da kann man dann, da sieht man dann, was ein Komparse also bekommt. Ist keine Verhandlungsbasis mit der Produktion? Nein, nein. Also du hast da sehr wenig Spielraum. Also wenn du jetzt als Kleindarsteller oder als Schauspieler gebucht wirst, so wie ich es jetzt halt schon zweimal den Fall hatte, dann läuft es über die Agentur. Und dann ist die Agentur, die verhandelt dann praktisch mit der Produktion, handelt dann die Gage aus für dich, was du dann bekommst. Ich habe in Amerika vor ziemlich langer Zeit, weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, vor 10, 15, 20 Jahren, erlebt, dass ich als Statist angesprochen wurde, und zwar nur als Zuschauer, in einem Freizeitpark, weil in Amerika verdienen Komparsen, Kleindarsteller und Statisten, ist ein richtiger Job. Die verdienen also richtig Geld und deshalb haben die sich dann Urlauber gesucht. Das war, glaube ich, eine Comic-Show mit dem amerikanischen Comedy, so eine Art Talkshow war das. Das war eigentlich eine Erfahrung gewesen. Zu mir haben sie sofort gesagt, bitte nach hinten sitzen wegen den weißen Haaren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Da muss ich sagen, das war schon ein Erlebnis, aber was mir auch damals noch in Erinnerung ist, es sind endlos lange Wartezeiten. Ja. Wie sieht es in Deutschland aus? Ist genauso. Also ich habe so einen kleinen Spruch, da sage ich immer, die Hälfte seines Lebens wartet der Komparse vergebens. Das ist aber auch teilweise bei Schauspielern so, ne? Bis ja. Das Licht wieder eingestellt ist. Ja, also nicht ganz so extrem. Die werden dann schon relativ zeitnah zum Dreh dann rangefahren mit dem Shuttle-Service und dass sie halt eben nicht ganz so lange warten müssen. Jetzt muss ich dich mal was fragen, was du nicht unbedingt beantworten musst, aber vielleicht kannst. Wie oft versprechen sich eigentlich professionelle Schauspieler vor der Kamera? Wie oft werden die Takes wiederholt? Das passiert mitunter schon recht häufig manchmal. Also es kommt dann immer drauf an. Es gibt dann noch, dann wird einfach nur ein Pickup gemacht. Das heißt, das ist dann nur ein Ausschnitt von der Textstelle, wo der Schauspieler sich vielleicht verhaspelt hat oder versprochen hat halt. Und dann, dass man nicht nochmal die komplette Szene aufnehmen muss. Und wird es eigentlich momentan, wenn so Drehs sind, meinetwegen jetzt in einer Stadt oder in einer Straße, wird natürlich abgesperrt, aber gibt es da wirklich manchmal Leute, die stören, wie ich das schon bei Filmaufnahmen erlebt habe, dass irgendeiner sagt, ich habe sie nicht gesehen und mitten ins Bild kommt, passiert sowas? Das kommt mal vor, aber überwiegend eigentlich nicht, weil dafür gibt es die Blogger. Das ist ein Blogger. Ah, was ist ein Blogger? Ein Blogger ist eine Person, die dann praktisch die Leute abhalten, die außerhalb vom Bild stehen, dass die Leute halt eben nicht ins Bild rennen oder Fahrzeuge nicht ins Bild fahren, die nicht reinfahren sollen. Das macht ein Blogger. Ist das eigentlich in Deutschland genauso, wie ich das aus Amerika kenne? Du merkst, ich war öfters ja. Unterwegs. In Amerika habe ich also mir sagen lassen, dass wenn eine Szene ist, wenn Al Pacino durch New York läuft und du siehst eine Menge Leute, volle Straße oder so, das sind alles Statisten, weil jeder Amerikaner könnte sagen, ich will Geld haben, Recht am Bild. Ist das in Deutschland genauso oder halten die da bei der Kaiserstraße in Frankfurt einfach drauf? Nein, also das ist wirklich so, dass du da wirklich gucken musst, dass du da wirklich nur die Leute durchs Bild schickst, die halt auch Komparse sind. Es lässt sich nicht immer vermeiden, aber zum größten Teil dann halt wirklich schon, ist es so. Ja, die Leute sehen das ja auch. Das wird ja meistens in der Presse angekündigt, wenn irgendwo gedreht wird. Wie viel Prozent Außenaufnahmen sind es, wie viel Prozent Studio? Ach, das ist unterschiedlich. Das kommt immer auf die Serie drauf an. Es kommt auf den Film drauf an. Also das kann man gar nicht so sagen. Manchmal werden auch im Studio werden Außenaufnahmen dargestellt, die eigentlich draußen sind. Ja. Oder es wird ein fiktives in irgendeinem Bürogebäude irgendeine fiktive Wohnung hingestellt, die es da eigentlich gar nicht gibt. Die Fenster, die werden verhängt, da kommen Folien dann davor, damit es aussieht, als ob du aus dem Fenster rausguckst, als ob da irgendwelche Häuser sind, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe ein Foto gesehen, wo du einen, in Amerika sagt man homeless, also wie sagt man bei uns? Obdachlosen gesehen. Aus welchem Film oder aus welcher Serie war das? Also mit dem Obdachlosen, das war jetzt hier der vergangene Tatort mit Moreau.
also mit dem Ulrich Tukur. Wo habt ihr das gedreht? Wurde in Frankfurt gedreht. Okay. Und es sah sehr kalt aus. Es war auch sehr kalt. Es war Dezember, es war ungefähr so die Jahreszeit jetzt gewesen. Und Dreh ging zum Glück nicht ganz so lange. Also das war nur über einen relativ kurzen Zeitraum. Wie ist es, wenn du eine Anfrage hast, musst du da deine Kleidung selber stellen oder kriegst du da Garderobe gestellt? Also es ist wirklich so, dass du wirklich deine eigene Kleidung mitbringst zum Set. Ja, gerade als Komparse. Dann hast du 2-3 verschiedene Outfits dabei. Die möchten immer gern gedeckte Farben haben, dunkel. Ja, dass du halt eben nicht so auffällst. Dass du bist ja heute Streifenhörer. Heute bin ich mal ein bisschen quergestreift. Heute darf ich das auch sein. Heute darf ich mich mal präsentieren. Hallo. Und bin normalerweise sonst auch noch teilweise noch bunter und noch farbenfreudiger angezogen. Also ich halte mich heute schon etwas sogar noch zurück. Ja, du warst mit einer Künstlerin vor der Kamera, die sehr für Überraschung sorgte, weil sie eine Figur in The Masked Singer, heißt es so? Ja, richtig. The Masked Singer gespielt hat, die Andrea Sawatzki. Richtig, ja. Was hast du denn da mit ihr gespielt? Das war für den Spielfilm Zorro Solo. Kenn ich gar nicht. Ja, das ist ein relativ unbekannter Film eigentlich. Martin Busker, der hatte damals sein Regiedebüt. Okay. Und mit diesem Film. Und da bin ich eigentlich nur auf dem Foto immer zu sehen. Wenn der Matt Dincher, der Hauptdarsteller, praktisch das Foto rausholt, wo er seinen Vater ansieht. Und da bin ich praktisch der Ausbilder von seinem Vater in Afghanistan gewesen. Foto ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ihr könnt bei diesen Aufnahmen jetzt keine Fotos für Instagram und Facebook oder so machen. Nein, also vom Set definitiv nicht. Also was viele machen, ist dann mal ein Foto von sich halt, ein Selfie oder auch mal mit dem Schauspieler zusammen. Braucht man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Viele wollen es nicht, viele machen es. Und es ist halt immer so eine Sache, die Schauspieler, die sind halt dann fokussiert, die sind auf ihre Rolle fixiert und sind da eigentlich wie so in einem Tunnel, wo sie sich auf die Rolle konzentrieren müssen, was sie halt in dem Moment gerade spielen. Und wenn man dann als Komparse hinkommt, hey, können wir mal ein Foto machen? Ja, dann sagen die eher, nee. Wenn jetzt ein Moment da ist, wo man abschätzen kann, ja, okay, jetzt ist es mal ein bisschen ruhiger, dann kann man hingehen. Dürfte ich vielleicht mit Ihnen ein Foto machen, ja, höflich fragen, ja, nicht extrem aufdringlich sein, dann sagen die auch selten mal nein. Stichwort Independent-Film, was ich eben gerade erwähnt habe. Du hast in einem Film, da habe ich mit dem Produzenten vor einiger Zeit mal ein Telefonat gehabt, mitgemacht, wie heißt der, Irrtum? Irrtum, der Film, mit Frank Schrammel. Da ist ziemlich viel passiert. Da ist mir aufgefallen, und auch wenn ich so ein bisschen recherchiert habe im Internet über dich, du spielst sehr oft Vollzugsbeamte. In diesem Falle ist es also ganz extrem. Ja. Oder Security-Leute, wie du mir vorhin erzählt hast, bei der Heute-Show und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Karate-Kurse hast du gemacht oder ist das einfach die Optik bei dir? Das ist einfach die Optik. Mhm. Das ist so, ich sag mal, typische Klischee, Glatzkopf. Ne? Also ich meine, ich hätte ja Haare, wenn ich sie mir nicht rasieren würde. Oh, okay. Ja, ja. Wirklich? Und, jetzt mal ernsthaft? Ja, ernsthaft. Du hättest wirklich? Ja, ja. Also nicht eine Halbglatze oder hätte, so? Ich würde grauslich aussehen. Ich hätte so einen richtigen Haarkranz hier. Ach, und so, ist also, da habe ich gesagt, ich rasiere sie mir einfach mal ab, mal gucken, wie es aussieht, wie es wirkt. Und ich wirke gleich um 5 Jahre oder 10 Jahre jünger. Wir kennen uns ja beide ganz gut und haben uns schon öfters gesehen. Wenn der Weidler eine Rolle spielen sollte, so als Komparse, wo würdest du mich denn da einordnen? Passend zu der Clown. passend zu. Ja, eventuell noch vielleicht als Obdachlosen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Ja, ja, aber, gut, mit den Randes kommt hin. Da hast du, ja, das da, stimmt. Ja, ja, aber ja. Ansonsten, ja, normaler Passant oder so. Einmal durchs Bild laufen. Ja, bitte laufen Sie nochmal links rum. Ja, es tut mir leid, aber. Nein, muss ich oder halt tun. Irgendwo mal irgendwie in der Serie oder in einem Film als
Senior? Ich als Obersenior, als Job bis Rentner. Ich habe mal in einer Geschichte mitgespielt, da ging es um Karaoke, da habe ich einen Disc-Jockey gespielt, da war ich aber noch, da war ich noch etwas jünger. Thomas, wenn die Leute Kontakt mit dir aufnehmen möchten, wie können sie das tun? Über Facebook am besten. Facebook, Thomas Fiebig. Und da können sie die Fragen stellen. Dann, wenn sie mein Bild sehen, also wenn ihr mich seht, ja, diesen Charakterkopf, dann Facebook, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Gutes Abschlusswort, Charakterkopf. Hier ist noch ein Charakterkopf und wir beide haben Riesenspaß. Nochmal schönen Dank an das Weingut Dr. Höfer, ja, an der Burg Lein. Das hat jetzt geklangt. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und du bist geimpft, ne? Ja, ja. Ja, darauf trinken wir jetzt nochmal. Prost. Prost. Prost.